Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Mit dabei ist die Luise, die kommt von hier oben weg. Ich bin nämlich wieder im Damloser Wald. Ja, wir wollen noch einmal gucken gehen. Der Herbst ist schon ganz herrlich am Herbsteln. Die Bäume werden immer bunter, das Laub, das fällt in Massen herunter. Und es wird also nicht mehr lange gehen. Dann wollen wir noch einmal gucken gehen, ob es was Pilze gibt. Wenigstens hier oben. Ja, kommt mit, seid dabei, wünschen wir uns mal triff triff und sagen viel Vergnügen mit diesem Film. So, Trüffel, such den Pilz. Düngen, düngen ist wichtig. Ja, hier stehen Saftlinge. Ein ganz wunderbarer Pilz. Ich darf mal einen umdrehen, ne? Guck mal. Schön, ne? Ja, der ist richtig. Vor allem der leuchtet so herrlich da, du. Ja. Ja, 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 das sind wunderbare Pilze. Der ist richtig. Ja, hier Flaschenstäublinge. Nehme ich aber nicht mit, nur zur Not und ganz wenige Exemplare und ganz jung, weil die haben eine Konsistenz wie Marshmallows. Und das habe ich nicht so gern in der Pfanne. Ja, das hier sind Stockschwämmchen. Ganz typisch mit dem flockigen Stiel. Ja, habe ich gerade gefunden. Ein Lipistanuda, einen violetten Rötelritterling. Wandert in den Korb. Hallo Flo, hier findest du eine ganze Menge Rötelritterlinge, violette. Das ist aber schön. Die ernten wir mal. Hier einmal mit ein bisschen Substrat und ein Blick in die Lamellen. Ja, sieh mal. Hier finde ich Becherlinge. Guck mal hier. Es ist immer wieder schön, junge Spechthindlinge zu finden. Die bleiben aber natürlich im Wald, klar. Ein Marönchen. Ja, hier finde ich einen grünen Knollenblätterpilz. Ich hoffe, die Kamera nimmt die Farbe auf. Ich weiß es jetzt nicht. Aber das ist jetzt ein grüner Knollenblätterpilz. Schön, schön. Hier noch ein grüner Knollenblätterpilz. Ein hübsches Exemplar. Herbstrotfüßchen. Ja, die Zeit ist bald vorbei mit den Pilzen. Ja, ich glaube, wenn der erste Frost da gewesen ist. Ja. Ja, den Frost hatten wir ja noch nicht. Nee, aber knapp da vor. Ja, vorne ist noch ein Knolli. Hier haben wir eine riesige Schweinesohle. Und hier wächst überall uralte Halimasch. Ja, hier komme ich an der Stelle und finde Anis-Champignons. Ja, so ganz kleine Pilzchen hier auf einem Zweig. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Man muss nicht alles kennen. Aber das sieht sehr interessant aus. Ja, so langsam ist das hier vorbei mit den Pilzen. Ja, es stehen überall nur noch so Leichen herum. Hier, das sind Stockschwämmchen gewesen. So Leute, das Sammeln ist vorbei, aber auch mit den Pilzen scheint es vorbei zu sein. Habe nicht viel gefunden. Ja, etwas, was man mitnehmen konnte, das waren die Rötelritterlinge, ja, die Champignons und ein paar Rotfüßchen. Ja, und das war es ja quasi schon. Ja, trotzdem wünsche ich euch weiterhin triff triff und vielleicht wird es nochmal besser.
oder? Wir warten auf die Winterpilze.